Dieses Video entstand am Lehrstuhl für Informatik 8 der Universität Würzburg im Seminar Avionic Devices. Es trägt den Titel Raketentriebwerke und wird vorgetragen von Ulla Wagner und Lennart Werner. Speziell können wir Triebwerke in zwei große Kategorien aufteilen. Die eine Kategorie enthält die an Launchern genutzten Raketentriebwerke, welche die Rakete vom Erdboden bis zum Weltraum bringen. Und die zweite Antriebe für Raumfahrzeuge wie Orbiter, welche deutlich weniger Schub benötigen, um ihre Manöver in Schwerelosigkeit auszuführen. Für Orbiter alleine gibt es eine große Auswahl an Triebwerken, welche sich großteils unter elektrischen und chemischen zusammenfassen lassen, wobei die chemischen hier noch einmal in Druckgas-, Flüssiggas- und Heißgassysteme zu unterteilen sind. Für Launcher unterteilen wir stattdessen in Feststopfantriebe, welche ihre Treibstoffe und Oxidate in bis zur Verbrennung fester Form lagern. Eine Unterform davon stellt der Hybridantrieb dar, bei dem der Treibstoff fest und der Oxidator flüssig gelagert wird. Und eine deutlich häufiger genutzte Form ist jedoch der Flüssigkeitsantrieb, bei dem sowohl der Oxidator als auch der Treibstoff flüssig gelagert werden. Auf diese Art von Antrieb möchten wir uns heute auch großteils konzentrieren und dabei speziell auf den Open Cycle, Closed Cycle und Full Flow Cycle eingehen. Um Raketentriebwerke richtig zu verstehen, möchten wir drei Bereiche speziell betrachten. Erstens die zum Verstehen von Triebwerken notwendigen physikalischen Grundlagen. Zweitens, wie die Düsenform das Verhalten des Triebwerkes beeinflusst. Und drittens, wie die verschiedenen Fuel Cycles von Raketenantrieben funktionieren. Nun, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, erst einmal kurz etwas zu den Grundlagen. Das Grundprinzip von Triebwerken besteht in einer künstlich aufgebauten Druckdifferenz zwischen einem mit Hochdruck gefüllten Tank und der Außenwelt. Durch den nun folgenden Druckausgleich entsteht ein schnell strömendes Gas in Richtung der Tanköffnung. Wie wir dank diesem freundlichen Herrn Sir Isaac Newton seit über 300 Jahren wissen, sorgt genau das für eine Beschleunigung des Körpers in die entgegengesetzte Richtung. Um unser einfaches System nun etwas komplizierter zu machen, kommen noch ein paar wichtige Formeln ins Spiel. Wenn man sich mit Raketentriebwerken beschäftigt, darf natürlich die berühmte Raketengrundgleichung nicht fehlen. Sie verrät uns, wie die Austrittsgeschwindigkeit des Gases und die Massendifferenz der Rakete beim Flug auf die Gesamtgeschwindigkeitsänderung der Rakete auswirkt. Auf diese Größen können wir am effektivsten einwirken, indem wir die Austrittsgeschwindigkeit der Gase verändern. Diese hängt von mehreren Größen ab. Zum einen der Adiabatenkonstanten, welche wir unglücklicherweise nicht beeinflussen können. Die treibstoffspezifische Gaskonstante R durch M, welche wir durch das Molekulargewicht des Treibstoffs verändern können, also einfach einen anderen Treibstoff verwenden. Die Brennkammertemperatur TC und dem Druckverhältnis zwischen der Brennkammer und dem Düsenende. Dies sind die Parameter, die wir durch die Form und Bauweise des Antriebs beeinflussen können. Um die Effizienz von verschiedenen Triebwerken richtig vergleichen zu können, fehlt uns aber noch eine Größe. Hierzu wird üblicherweise der gewichtsspezifische Impuls zur Rate gezogen. Jener setzt sich aus dem Gesamtimpuls des Treibstoffes und dessen Gesamtgewicht zusammen. Einer der wichtigsten Punkte ist jedoch der Schub. Er setzt sich aus dem Impulsschub, welcher von der Austrittsgeschwindigkeit abhängt, und dem Druckschub zusammen. Auf dem im Druckschub enthaltene Druckdifferenz können wir durch die Form unserer Düse Einfluss nehmen. Durch die Form ist es außerdem möglich, die Austrittsgeschwindigkeit zu beeinflussen. Diese wirkt sich ausschließlich auf den Impulsschub aus. Zum Glück ist dieser aber auch der Hauptteil des Gesamtschubs und damit auch Hauptverantwortlicher für unseren Raketenaufstieg. Wenn wir nun die Austrittsgeschwindigkeit aus einer Düse betrachten wollen, müssen wir uns dafür vor allem ihre Form anschauen. Eine nach vorne enger werdende Düse sorgt für höhere Geschwindigkeiten bei Unterschall, aber für niedrigere Geschwindigkeiten, sobald Überschall erreicht wird. Wird die Düsenöffnung hingegen nach vorne weiter, dreht sich das Ganze um. Wir erhalten langsamere Geschwindigkeiten für Unterschall und schnellere für Überschall. Um diese Phänomene ideal ausnutzen zu können, wird heute großteils eine Laval-Düse verwendet. Dafür habe ich hier einmal was dabei. Eine Laval-Düse sieht so aus. Dabei wird die Form genutzt, dass wir bis zu einem Mittelpunkt hier eine enger werdende Düse haben und danach die nach vorne weiter werdende Düse. Die Düse ist so gebaut, dass das Gas im enger werdenden Teil bis 1 Mach beschleunigt wird und im Überschallbereich dann in den weiter werdenden Düsenteil übergeht. Jedoch wird auch unsere Laval-Düse noch von einigen äußeren Faktoren beeinflusst und ist jeweils nur ideal für einen bestimmten Außendruck designt. Dies kann dafür sorgen, dass der Abgasstrahl zu sehr geweitet oder eingedrückt wird, was die Effizienz reduziert.
Kommen wir nun zu den Fuel Cycles. Und zurück zu unserem einfachen Grundprinzip. Beschleunigung durch Druckausgleich. Dieses Prinzip funktioniert schon durch eine einfache Komprimierung von Treibstoff im Tank gar nicht schlecht. Naja, zumindest für eine Wasserrakete. Um eine richtige Rakete ins All zu bekommen, braucht es allerdings schon etwas mehr Power. Um diese zu erreichen, können wir zunächst zwei Dinge tun. Zusätzlich zu unserem Gas, dem Treibstoff, nutzen wir einen Oxidator. Dieser sorgt, wenn er mit dem Gas zusammengeführt wird, zu einer Verbrennung und so zu höherem Druck und Temperatur. Um die Effizienz noch weiter zu erhöhen, wird zusätzlich eine Pumpe genutzt, die diese Gase mit erhöhter Geschwindigkeit in die Brennkammer pumpt. Um das Ganze einmal kurz schematisch zu zeigen, haben wir hier ein kleines Diagramm. Wir haben neben unserem Treibstoff den Oxidator und die Pumpen, die das ganze Gas herunterpumpen müssen. Wie man hier schon sieht, stoßen wir auf das erste größere Problem. Eine Pumpe, die im dort herrschenden Druck arbeiten soll, benötigt sehr viel Kraft, um angetrieben zu werden. Eine typische Lösung dafür ist eine Turbine. So eine Turbine wird durch eine weitere kleine Brennkammer betrieben. Dafür wird ein Teil des Oxidators und des Treibstoffes, großteils RP1 genutzt, in Fuel Ridge verbrannt, damit die Verbrennungstemperatur nicht zu heiß für die Turbine wird. Generell kann man sich merken, dass eine treibstoffreiche Verbrennung mit RP1 zu einer kühleren Verbrennung und smogreichen Abgasen führt. Eine oxidatorreiche Verbrennung hingegen wird deutlich heißer, produziert jedoch saubere Abgase. Die Abgase selbst werden einfach abgeleitet. Man kann diese seitlich am Abgasstrahl aus der Hauptbrennkammer sehen. Dieses Antriebsprinzip wird für die Saturn V-Rakete der Apollo-Mission genutzt. Wir nennen es Open Cycle Engine. Natürlich stellt das jedoch nicht das Ende der Entwicklung dar. Noch in der UdSSR schaffte man es, aus dem Open Cycle ein Closed Cycle zu machen. Durch die treibstoffreiche Verbrennung ist es nicht einfach möglich, das Abgas der Turbinen in die Brennkammer zurückzuführen, da das verschmutzte Abgas allerlei Düsen verstopfen würde. Die Lösung brachte neue Beschichtungen innerhalb des Triebwerks, mit welcher die Turbine auch die heißeren Temperaturen der oxidatorreichen Verbrennung standhalten kann. Mit dieser Änderung war es nun möglich, die Abgase aus der Turbine in die Brennkammer umzuführen, um so den Beitrag zum Schub zu erhöhen. Die schematische Darstellung eines oxidatorreichen Triebwerkes sieht man hier. Die zweite Turbopumpe produziert oxidatorreiche Abgase, die die Turbine antreiben und wieder die Turbopumpen betreiben und dann eben zusammen in den Abgasen eine oxidatorreiche Verbrennung in dem Triebwerk selber produzieren. Eine schematische Darstellung dieses Triebwerkes sieht man hier. Es gibt jetzt zwei Turbopumpen- und Turbinenkombinationen, die beide treibstoffreiche Abgase produzieren. Mit all diesen Maßnahmen ist aber auch ein treibstoffreicher Closed Cycle möglich, welcher auch erfolgreich für die RS-25 genutzt wurde, welcher das Space Shuttle in den Orbit transportierte. 12, 11, 10. Start 2, 1,
booster ignition and liftoff of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bleibt nur noch der Full-Flow-Cycle, eine Kombination aus dem treibstoffreichen und dem oxidatorreichen Closed-Cycle-Engines. Statt nur einen kleinen Teil des Treibstoffs oder Oxidators für die Turbinen zu nutzen, wird hier das gesamte Gas genutzt. Auf der einen Seite wird der gesamte Treibstoff Fuel-Rich verbrannt, für die andere Turbine wird der gesamte Treibstoff Oxidator-Rich verbrannt. Dies ist wieder hier auf dem Schaubild zu sehen. Die eine Turbopumpen-Turbinen-Kombination läuft Fuel-Rich, die andere Turbopumpen-Turbinen-Kombination läuft Oxidator-Rich. Beides wird in der Brennkammer kombiniert und verbrannt, wie bei den anderen Systemen auch. Um hierbei eine Verstopfung durch dreckige Abgase der treibstoffreichen Verbrennung zu vermeiden, nutzt SpaceX beispielsweise Methan. SpaceX nutzt dieses System für ihre Raptor Engine. Dies hat auch den weiteren großen Vorteil, dass sich Methan auf dem Mars herstellen lässt. Um oxidatorreiche Verbrennungen zu ermöglichen, nutzt SpaceX auch eine eigenentwickelte Beschichtung für ihre Turbinen. Doch wie effektiv sind diese verschiedenen Systeme überhaupt im Vergleich zueinander? Um dies besser betrachten zu können, betrachten wir nun eine Auswahl verschiedener Triebwerke, die alle entweder Open Cycle, Closed Cycle Fuel Rich, Closed Cycle Oxygen Rich oder Full Flow Engine sind. Zuerst möchten wir für den Vergleich den Gesamtschub der Triebwerke betrachten. Den geringsten Schub bekommen wir von SpaceX Merlin Engine, einem Open Cycle mit 0,84 MN. Welcher dafür aber die höchste Ratio von Schub zu Gewicht hat, mit 198:1. Das nächstfolgende Triebwerk ist das ERS-25 der Space Shuttles, welches einen Gesamtschub von 1,84 MN liefert, aber nur ein Verhältnis von 73:1 Schub zu Gewicht. Der Full-Flow-Engine des Raptor-Engines erreicht ganze 2 MN und eine Ratio von 107:1. Blue Origins oxidatorreiche Verbrennung eines Closed-Cycle-Engines BE4 erreicht leicht höhere Werte, für Gesamtschub von 2,4 MN, aber eine kleine Ratio von ca. 80:1. Geschlagen werden diese Werte noch von dem oxidatorreichen RD-180-Engine mit 3,83 MN und einer Ratio von 78:1. Unser zweiter Open-Cycle-Engine, der F1, erreicht den höchsten Gesamtschub von allen mit 6,77 MN. Kommt allerdings mit der Schub-zu-Gewicht-Ratio von 94:1 nicht an den Merlin Engine heran. Bei diesen Zahlen könnte man glauben, dass die Art des Fuel Cycles überhaupt keinen Einfluss auf die Effektivität des Triebwerks hat. Dieser Eindruck verschwindet, wenn man die nächsten Zahlen des spezifischen Impulses betrachtet. Der spezifische Impuls betrachten wir für alle Triebwerke auf Meeresspiegelhöhe, wobei die Open Cycle Engines mit nur 263 und 283 abschneiden, gefolgt von den Closed-Cycle-Triebwerken mit oxidatorreicher Verbrennung, mit Werten um die 310. Leicht besser schneidet der Full-Flow Raptor Engine mit 330 ab. Am besten aber der Closed-Cycle mit einer treibstoffreichen Verbrennung von ganzen 366. Aber auch im Brennkammerdruck sieht man den Einfluss der verschiedenen Fuel-Cycles. Wieder mit dem niedrigsten Druck schneiden hier die Open-Cycle-Triebwerke zwischen 70 und 97 bar ab. Die Closed-Cycle-Triebwerke erreichen ihre Werte zwischen 135 und 257 bar. Der höchste Druck wird hier von dem Full-Flow-Triebwerk erreicht, mit ganzen 270 bar. Jetzt haben wir uns gerade sehr lange damit beschäftigt, wie genau wir ein Triebwerk durch die richtigen Pumpen, der Art der Verbrennung und der besten Kombination aus Oxidator und Treibstoff für die Verbrennung am effektivsten gestalten können. Womit wir uns allerdings noch gar nicht beschäftigt haben, sind die Treibstoffe selbst, welche in den einzelnen Triebwerken genutzt werden.
Generell möchten wir uns dafür drei wichtige Treibstoffe anschauen. RP-1 oder Rocket Propellant 1, der Klassiker der Treibstoffe, der auch heute noch oft genutzt wird, wie wir an beispielsweise SpaceX Merlin Engine sehen können. Auch auf Wasserstoff möchten wir genauer eingehen. Dies ist der Treibstoff, mit dem die Amerikaner den Durchbruch zur Closed Cycle Engine geschafft haben. Der letzte Kandidat unserer Betrachtung ist Methan. Methan ist zum heutigen Zeitpunkt zwar ein eher selten genutzter Treibstoff, könnte aber aufgrund moderner Anforderungen in Zukunft deutlich an Relevanz gewinnen. Der erste Faktor, den wir betrachten sollten, ist die Dichte. Denn je dichter ein Stoff ist, umso kleiner der Tank, in dem er transportiert werden kann und somit eine wichtige Gewichtsersparung unserer Rakete, die wir stattdessen beispielsweise für Nutzlasten nutzen können. Hier schneidet Rocket Propellant 1 besonders gut ab, mit 813 Gramm pro Liter. Wasserstoff ist im Vergleich wie zu erwarten besonders schlecht mit nur 70 Gramm pro Liter. Methan erreicht einen guten Mittelwert von 422 Gramm pro Liter. Wenn wir hingegen nun betrachten, wie es mit der nötigen Kombination an Liquid Oxygen, unserem Oxidator, zu Treibstoff steht, sieht das Ganze schon wieder etwas anders aus. Für Rocket Propellant 1 bekommen wir eine Gewichtsratio von 2,7 zu 1. Wenn wir aber für das Volumen in Litern betrachten, stellen wir fest, dass für jede 0,52 Liter Rocket Propellant 1 ein ganzer Liter LOX genutzt werden muss. Bei Methan haben wir eine Ratio von 3,7 zu 1 und ein Liter LOX muss hier auf alle 0,73 Liter Treibstoff angewandt werden. Für Wasserstoff ist die Gewichtsverteilung bei ganzen 6 zu 1, aber dafür ist hier auch ein Liter LOX für ganze 2,7 Liter Wasserstoff ausreichend. Betrachten wir nun, wie sehr unsere Wahl an Treibstoff sich auf die Effizienz auswirkt. Mit RP1 erreichen wir 370 Sekunden, mit Methan schon 459 Sekunden und für Wasserstoff ganze 532 Sekunden im ISP. Ein weiterer interessanter Punkt, gerade im Zeitalter der wiederverwendbaren Raketen, stellt die Verbrennungstemperatur dar. Je heißer die Verbrennung, umso schädlicher fürs Triebwerk. RP1 brennt hier am heißesten mit 3670 Kelvin, Wasserstoff am kühlsten mit 3070 Kelvin, Methan liegt hier wieder in der Mitte mit 3550 Kelvin. Die nächste Temperatur, die wir betrachten müssen, ist der Siedepunkt. Da unsere Treibstoffe aus Platzgründen in flüssiger Form lagern und sie gegebenenfalls heruntergekühlt werden müssen, mit Technik, die auch wieder Platz und Gewicht in Anspruch nimmt. Am einfachsten haben wir es hier mit RP1, welches bei 490 Kelvin siedet. Bei Methan haben wir schon nur eine Temperatur von 111 Kelvin und bei Wasserstoff nur ganze 20 Kelvin. Kommen wir zu den Abgasen, die schon teilweise für die Entwicklung mancher Fuel Cycles als Problem aufgetreten sind und auch mit unseren heutigen Klimakrisen zu einem immer größeren Thema werden. Für Rocket Propellant 1 bekommen wir aus der Verbrennung an Abgasen CO2 und Wasser zusammen mit Ruß. Bei Methanverbrennung bekommen wir ebenfalls CO2 und Wasser, aber keine verschmutzenden Rußpartikel. Wasserstoff hinterlässt nach der Verbrennung hingegen nur Wasser. Ein letzter Punkt, der für die Zukunft noch interessant werden könnte, ist die Möglichkeit, einen Treibstoff auch auf dem Mars herstellen zu können. Dieser Punkt trifft tatsächlich sowohl auf Wasserstoff als auch auf Methan zu. RP1 könnte dort hingegen nicht hergestellt werden. Hoffentlich habt ihr mit diesem Video einen kleinen Einblick in ein komplexes Feld der Raketentriebwerke bekommen und zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür, was die ganzen neuen Entwicklungen auf dem Gebiet bedeuten. Vielen Dank fürs Zuschauen.